Ich singe Ihnen jetzt ein uraltes Lied aus München. Und da muss ich Sie gleich darauf aufmerksam machen, was bei uns in München die Au ist. Die Au ist eines der ältesten Stadtviertel, lauter so kleine Häuserln. Und inmitten dieser kleinen Häuserln, da steht ein Baum, ein Birnbaum. Und ihm ist es dir. Ihren Baum singt man bei uns in München folgendes Lied, Bittchen. Drunt in der grünen Au steht ein Birnbaum, Trocklau, juhei, drunt in der grünen Au steht ein Birnbaum, Trocklau. Was ist an dem Baum? Ein wunderschöner Ast. Ast am Baum, Baum, und der Rau drunt in der grünen Rau steht der Birnbaum, Trocklau. Juhei, drunt in der grünen Rau steht der Birnbaum, Trocklau. Was ist an dem Ast? Ein wunderschönes Astel. Astelam, Astel, Astelam, Ost, Ost am Baum, Baum, mit der Rau drunt in der grünen Rau steht der Birnbaum, Trocklau. Juhei, drunt in der grünen Rau steht der Birnbaum, Trocklau. Was ist an dem Astel? Ein wunderschönes Zweigerl. Zweigerl am Astel, Astel am Ost, Ost am Pam, Pam, mit der Rau drunt in der grünen Rau steht der Birnbaum, Trocklau. Juhei, drunt in der grünen Rau steht der Birnbaum, Trocklau. Was ist auf dem Zweigerl? Ein wunderschönes Nesterl. Nesterlam, Nesterlam, zwei. Jetzt hat's mich schon ausgehört, gell? Was ist. Nein, ich bin noch nicht fertig. Was ist auf den Zweigerl ein wunderschönes Nesterl? Nesterlam, Nesterl, Nesterlam, jetzt ist es gegangen, weil ich mitzählt habe, nicht? Was ist in den Nesterl?
ein wunderschönes Ohr, Ei. Ei im Ohr, Ohr im Ei, 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 Ei. Drunter in der grünen Au steht eine Kisten voll Eier. Oh, oh, oh. Was kriegen wir von dem Ei? Ein Wundergurten, Pfannkuchen, ein wunderschönes Vogel. Ja, Vogel, 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 kommt der Vogel geflogen. So hat's mir noch nie ausgehört, als wir heute. Was kriegen wir von dem Vogel? Ein wunderschönes Federl. Federl vom Vogel, Vogel vom Ei. Na, das können Sie ja nicht denken, wie es weitergeht. Ne? Drunter in der grünen Rau steht ein Bimbam Trocknau. Hey, drunter in der grünen Rau steht ein Bimbam Trocknau. Was kriegen wir von dem Federl? Ein wunderschönes Bett. Pfannkuchen im Bett. Astern im Bett. Was bringe ich denn alles ins Bett nehmen? Bett in der Auto und in der grellen Rau steht ein Bettstottchen blau. Wer liegt in dem Bett? Ein wunderschönes Dirndl. Dirndl am Dirndl, Dirndl. Jetzt komme ich von dem Dirndl wieder nicht weg. Dirndl in der Auto und in der grellen Rau steht ein Dirndl mit einer Frau. Wer liegt bei dem Dirndl? Ein wunderschöner Bur. Ist der König von Bayern. Ja, wir sind Königstraum.
Jahre wäre er heuer alt geworden, der Weißferdel. Berühmt wurde er mit dem Lied von der Linie 8. Zur Erinnerung an ihn, seinen Sketch von der Jungfrau im Walde. Jetzt ist mir die Luft ausgegangen. Ja, was mach ich nur? Blickzeug habe ich auch keins dabei. Ach Gott, mitten im Wald muss mir das passieren. Wenn jetzt ein Lustmörder kommt, dann bin ich verloren. Es war nichts, Gott sei Dank. Ja, was mache ich denn nur gerade, was mache ich? Bis zur nächsten Ortschaft, das dauert ja ein paar Stunden, bis ich da zu Fuß hinkomme. Da war es ja stockfinster und ich finde aus dem Wald nicht mehr raus. Ach Gott. Ach, ich bet. Vielleicht geschieht ein Wunder. Au. O heilige Cäcilie, meine Namenspatronin, hilf einer alleinstehenden Jungfrau in ihren Nöten. O heilige Notburger, ach so, du bist ja für Feldarbeiter. Ja, der Christophorus, der ist für die Autofahrer. Ja, der wird sich mit den Radlfahrern nicht abgeben. Ja, gibt's denn gar keinen Heiligen, der mit dem Radl gefahren ist? Es nützt nichts, es nützt nichts. Oh, heilige 14.000 Nothelfer, bloß seiner Jungfrau Luft, nein. Ich krieg selber schon bald keine Luft mehr. Oh, heiliger Luftikus, fahr hinein! Dass ich wenigstens bis zum nächsten Fahrradmechaniker komme. Gottes Willen, jetzt kommt einer, der mir mein Teuerstes raubt. Oh, heilige Cäcilie, verwandle mich bitte in ein Maiglöckchen. Hilfe! 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 Warum schreist du denn so? Hat da jemand was du? Noch nicht. Aber ich erwarte es. So. Da kannst du lang warten. Ist die Luft ausgegangen, hä? Also sehen tut man nichts. Vielleicht liegt's ja bloß am Fintüschleicherl. Ja, was sag ich denn? Das Schleicherl oder Loch. Ach so. Da braucht man bloß den Gummi ein bisschen weiter aufschirmen und dann geht's wieder. So, jetzt pumpt was auf. Mein Gott, den hat mir der Himmel geschickt. Halt schon. Ein Mann weiß sich halt immer zu helfen. Ja, mit der Goschen seid ihr weiberlei gut benannt. Aber sonst könnt ihr euch gar nicht helfen. Da haben Sie schon recht, ein weibliches Wesen ohne Mann ist eine halbe Sache. Ach so, meinst du? Ja. Weil mir das haben, was euch abgeht, hä? Ja, die Kraft. So. Jetzt haben wir's schon. Ach, wie soll ich Ihnen das danken? Okay, wegen dem Schmarrn da. Leider habe ich kein Geld bei mir. Ja, dann gibst du mir halt ein paar Zigaretten, ne? Habe ich leider auch nicht. Ich rauche nicht. Ach, so. Ja, das wäre auch viel zu wenig für den großen Dienst, den Sie mir erwiesen haben. Sie Liebe, Sie Gute, Sie starker Mann, Sie! Nehmen Sie alles, was Sie wollen. Darf ich wirklich? Bitte. Gut, dann nimm ich das Radl. Halt! 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 Halt!
Freunde, jetzt kommt der Formel-1-Wahnsinns-Käsloch Brutaljodler.